Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wie froh waren die meisten von Ihnen, als Sie letztes Jahr den Feuerwerksverkauf unter den Deckmantel Ihrer Corona-Hysterie verbieten konnten. Ein weiteres Verbot auf dem Weg in den Obrigkeitsstaat. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele von Ihnen sich jetzt darüber freuen, auch dieses Jahr mit Ihrer maßlosen Bevormundungspolitik fortzufahren. Die Landesregierung hat unter Ministerpräsidenten Wüst großen Gefallen daran gefunden, die Freiheit der Menschen zu beschneiden. Es ist aber schon überbordende Selbstgerechtigkeit, dass Sie sich nicht einmal die Mühe machen, das Verbot vernünftig zu begründen. Die Pseudobegründungen sind Ihrer Lächerlichkeit und Falschheit kaum zu übertreffen. Feinstaub und Corona. Die Feinstaubmenge des Feuerwerks entspricht nach einer aktuellen Studie, die das Umweltbundesamt mittlerweile anerkannt hat, weniger als 0,7% der jährlichen Feinstaubemissionen. Weniger als 0,7%. Und dabei handelt es sich um große und somit eher ungefährliche Partikel, die einfach vom Regen ausgewaschen werden. Die Corona-Hysterie-Argumentation ist vollkommen irre. Vielleicht wissen das manche von Ihnen noch gar nicht, aber Feuerwerk zündet man in der Regel draußen an. An der frischen Luft, nicht im Haus. Und da einige Verbotsfanatiker dies mittlerweile auch bemerkt haben, wird nur noch der Unsinn von der massenhaften Überlastung der Krankenhäuser durch Feuerwerksverstümmelungen erzählt. Ja, da lachen Sie. Es geht doch um was ganz anderes und deshalb lachen Sie. Das Silvesterfeuerwerk ist eine schöne Tradition. Es ist nicht politisch korrekt. Es ist nicht sozial, es ist nicht öko, es ist nicht vegan, es ist nicht klimagerecht, es ist kein Gendermist und es ist erst recht nicht irgendwie vertrocknet feministisch. Es hat nichts, aber auch gar nichts mit giftgrüner, bessermenschlicher, lebensfeindlicher Verbotspolitik zu tun. Im Gegenteil. Es ist laut, es ist feurig, es blitzt und leuchtet, es riecht nach Rauch und Schwarzpulver, es ist wild und es ist unkontrolliert. Es hat etwas von Anarchie. Und genau deshalb lieben wir es. Es entspricht einfach unserer Natur als Mensch. Es macht einfach Spaß. Es ist schön anzusehen. Es ist unser Symbol für Hoffnung und Freiheit. Die Hoffnung auf ein besseres Jahr. Die Hoffnung auf ein besseres Jahr und die Freiheit vor einem übergriffigen, willkürlichen Obrigkeitsstaat. Silvester ohne Feuerwerk, das ist wie Weihnachten ohne Weihnachtsbaum. Ohne Feuerwerk ist Silvester nur ein ereignisloser Tag, den wir unseren Kalender emotionslos streichen können. Ein weiterer, das gerade von den Grünen und von der SPD ist, nämlich ein weiterer Schritt hin zum lebensfeindlichen, bessermenschlichen, totalitären Tugendstaat, den Sie sich wünschen. Die ehemals mündigen Bürger in diesem Land sind von Ihnen, von den Altparteien, schon längst zum Untertanen degradiert worden. Und das Silvesterfeuerwerk ist einer der letzten Reste Freiheit, die dem deutschen Untertanen noch geblieben sind. Und genau deshalb und nur deshalb wollen sie es uns verbieten. Und im Gegensatz zu Ihnen glauben wir als AfD an den mündigen Bürger, an Selbstbestimmung und Freiheit. Und darum geht es in unserem Antrag. Und sollte einigen von Ihnen doch noch die Freiheit, ich schaue mal ganz vorsichtig zu den ehemals Liberalen hier im Landtag, sollte vielleicht den einen oder anderen von Ihnen doch noch ein ganz wenig Freiheit am Herzen liegen, dann stimmen Sie unserem Antrag zu. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Black.